Wer im Frühjahr keine bösen Überraschungen erleben will, wenn es wieder losgeht, der ist gut beraten, wenn er das Motorrad fachgerecht einwindet hat. Wichtig in diesem Zusammenhang, es gibt auch durchaus Arbeiten, die im Winter, also wenn der Schnee fällt, erledigt werden können. Das Ganze beginnt selbstverständlich mit einer umfassenden Reinigung des Motorrads. Das Motorrad wird gewaschen, es wird getrocknet, wenn möglich mit Druckluft auch jene Stellen ausblasen, die, wo Wasser steht. Dann werden die Lack- und die Metallteile konserviert. In diesem Zusammenhang noch ein Tipp, wenn immer möglich, nicht mit Wasser reinigen, weil mit dem Schlauch, mit dem Wasser, da hat man das Wasser überall, wo man es eigentlich nicht haben will. Wer sein Motorrad regelmäßig putzt und wäscht, der muss das nicht, da kann man mit Sprays etc. reinigen, ist besser für das Motorrad. Und wenn es wirklich nicht anders geht, wenn man in die Waschanlage muss, wo es auch einen Ölabscheider hat, dann nie mit dem Dampfstrahler zu nah ans Motorrad gehen, mindestens immer einen Meter Abstand lassen. Wir nutzen bei uns in der Redaktion seit jeher die Produkte von Makov. Da gibt es auch sehr gute Trockenreinigungsmittel, kann ich wärmstens empfehlen. Wir haben ein Video dazu gemacht, wie man das Motorrad fachgerecht reinigt. Das zeigen wir euch jetzt nicht, das Motorrad habe ich schon gewaschen, aber ihr könnt hier schauen, wie das funktioniert. Ja, unser Monster wird jetzt mehrere Monate stehen und weil bei ihr jetzt der letzte Ölwechsel mehrere Monate zurückliegt, ersetzen wir das Öl. Denn altes Öl enthält aggressive Substanzen, die das Motorinnenleben angreifen. Wichtig beim Ölwechsel selbstverständlich im Handbuch schauen, welches ist das richtige Öl mit der richtigen Viskosität. Immer auf ein Markenprodukt setzen, wie zum Beispiel dieses Motul 300. V. Selbstverständlich das Altöl fachgerecht entsorgen, Filter ersetzen, Dichtung nicht vergessen. Als nächstes kümmern wir uns um die Antriebskette. Die muss selbstverständlich gereinigt werden, zum Beispiel mit diesem Chain Clean hier, handliche Größe. Sie muss geschmiert werden. Wir haben hier diesen Chain Loop für Straßenmotorräder und selbstverständlich muss sie dann noch gespannt werden. Also sprich, das Kettenspiel muss eingestellt werden. Hierzu haben wir auch schon ein Video produziert, das wir euch unten gerne einblenden. Die Batterie, also der Energiespeicher des Motorrads, gehört ausgebaut. Ich empfehle das explizit, weil so ist man immer auf der sicheren Seite und hat ganz sicher auch keine Schäden innerhalb des Motorrads. Die Batterie wird ausgebaut, auf Arbeitshöhe wird sie gelagert, idealerweise natürlich auf einer säureresistenten Fläche, wie jetzt hier Metall, Holz geht auch oder so eine kleine Betonplatte, die man im Baumarkt kaufen kann. Dann, wie bauen wir die Batterie aus? Hier gibt es verschiedene Do's und Don'ts. Wir simulieren das jetzt hier anhand dieser beiden Pole. Müsst ihr euch einfach vorstellen, dass das die beiden Pole sind, die vom Motorrad kommen, jetzt nicht von diesem Ladegerät. Es ist Winter, es ist kalt, die Stimmung ist nicht gut, weil wir sind fertig mit dem Fahren, also ist eine dunkle Stimmung. Also nehmen wir zuerst das Massekabel ab. Immer zuerst die Masse abnehmen, dann den Pluspol. Wenn es dann Frühling ist, wir sind gut drauf, es geht wieder ans Fahren, die Stimmung ist heiß, heiß, rot. Das heißt, wir beginnen mit rot. Wir schließen den Pluspol an und dann die schwarze Masse. Jetzt beim Laden, es gibt ja verschiedene Batterietypen. Es gibt sozusagen den alten Klassiker, die Bleisäurebatterie. Dann gibt es Schäl- oder Fließbatterien oder dann die superleichten neuen Lithium-Ionen-Batterien. Diese brauchen ein spezielles Ladegerät und besondere Aufmerksamkeit ist bei der Bleisäurebatterie geboten, wenn man die laden will, dann gehören alle diese kleinen gelben Stöpsel, die gehören alle weg, denn beim Laden bilden sich Gase, das ist Knallgas, die müssen entweichen, Vorsicht, Knallgas ist schwerer als Luft, sammelt sich am Boden, insofern sicher wichtig, dass der Raum gut belüftet ist. Wenn man nun die Bleisäurebatterie ausbaut, dann gibt es ja, wenn man sie kauft, gibt es diesen kleinen roten Stöpsel. Diesen unbedingt dran machen, weil beim Ausbauen nicht, dass dann irgendwas rausschwappt. Batteriesäure ist super aggressiv, das zerstört euch den Lack. Also insofern Vorsicht beim Ausbauen, immer schön gerade halten. Wenn man die Bleisäurebatterie nun über Monate lädt, dann ist immer wichtig, dass man ab und zu mal den Füllstand kontrolliert. Diese Bleisäurenbatterien, die sind so ein bisschen milchig, ein bisschen durchsichtig. Das heißt, wenn sie befüllt sind, dann sieht man genau, wo das Level ist. Es gibt hier zwei Linien, den Lower Level und den Upper Level. Idealerweise muss die Flüssigkeit natürlich irgendwo hier in der Mitte sein.
Befüllt wird sie oder nachgefüllt wird sie ausschließlich mit destilliertem Wasser, also nicht normales Leitungswasser, nur destilliertes Wasser, und immer mal wieder kontrollieren, dass der Level stimmt. Was das Laden selbst betrifft, Finger weg von diesen alten Automobil-Ladegeräten, die so eine Eisenkiste waren. Wir haben hier ein Ladeerhaltungsgerät von Yuasa. Auch dieses Produkt verlinken wir euch in der Videobeschreibung. Der große Vorteil von diesem Gerät ist, es ist ein Ladeerhaltungsgerät, es ist intelligent. Wir schließen es an, können es sozusagen den ganzen Winter drauf lassen. Es macht eine Diagnose, es checkt, es lädt, es entlädt die Batterie. Wir haben also nichts damit zu tun, und dieses spezifische Modell hier ist auch gut für Lithium-Ionen-Batterien. Wichtig beim Anschließen eines Ladeerhaltungsgeräts: immer zuerst die Pole anschließen, dann den Netzstecker. Und wenn wir fertig sind, Netzstecker abziehen und dann die Pole entfernen. Ja, und wenn es dann wieder Frühling ist, einfach das Ladeerhaltungsgerät abziehen vom Strom, die Pole lösen, die gelben Verschlusskappen wieder drauf bei der Bleisäurebatterie, das Ganze schön sauber einbauen. Zuerst den Pluspol, also rot. Ihr erinnert euch, coole Stimmung, wir sind angeheizt, es ist rot, es geht los. Zuerst Pluspol, rot, und dann die Masse schwarz. Und dann kann es wieder losgehen. Der Tank, der gehört befüllt, nicht bis ganz nach oben, denn wenn es wärmer wird, dann wieder Richtung Frühling, dann dehnt sich ja der Kraftstoff aus und der würde sich dann via Entlüftung verabschieden und würde euch den Garagenboden voll machen. Motorräder mit einem Stahltank, wie jetzt unsere Monster 1000 hier, da sollte man unbedingt ein wasserbindendes Additiv mit in den Treibstoff geben, denn das Wasser, das lagert sich am Grund des Tanks ab und rostet euch einfach den Tank durch über die Jahre. Also ein wasserbindendes Additiv dazugeben. Wir haben hier ein kombiniertes von Motul, das sowohl das Wasser bindet, aber auch das System schützt. Also Einspritzungen, Motorräder mit Einspritzung, da macht es Sinn, einen Systemschutz mit einzugeben. Das löst euch Verkrustungen und Ablagerungen im Einspritzsystem, und das ist sicher gut, damit das Motorrad im Frühling dann sauber anspringt. Und man spürt es auch bei der sanften Gasannahme, wenn die Einspritzdüsen eine Verkrustung haben, dann bilden sich da Tropfen und dann läuft das Motorrad einfach nicht schön. Also Systemschutz und wasserbindendes Additiv. Bei den Reifen ein bisschen mehr Druck reinmachen, 0,2, 0,3, ein halbes Bar mehr. Das beugt Druckstellen vor am Gummi. Idealerweise bocken wir das Motorrad vorne und hinten via Aufbockstände auf. Doch dazu kommen wir später noch. Okay, es ist Winter, draußen fällt der Schnee. Jetzt haben wir viel Zeit, um ungestresst einige Wartungsarbeiten vorzunehmen, die selbst im Sommer bei der Wartung beim Händler gerne mal zu kurz kommen. Ihr glaubt es nicht, 80-90% der Pannen sind auf fehlerhafte Steckverbindungen zurückzuführen. Insofern macht es Sinn, Kontaktspray zu organisieren. Wir haben hier diesen Petek, und einfach die ganzen Stecker zu lösen, ein bisschen zu behandeln und wieder zu schließen. Wichtig in diesem Zusammenhang: nicht alle Stecker lösen und dann alle ansprechen, sondern eine Steckverbindung nach der anderen bearbeiten, sonst hat man ein Chaos. Eine weitere Pflege- und Wartungsarbeit, die wir sehr gut im Winter erledigen können, ist das Schmieren der Kabel, Seilzug bzw. der Baudenzüge. Hier bei unserem Monster zum Beispiel der Gaszug. Und auch die beweglichen Teile nicht vergessen, wo Metall auf Metall läuft. Also zum Beispiel die Fußrasten, Seitenständer, Aufbockständer und halt überall, wo Metall auf Metall läuft. Wichtig ist auch die Behandlung sämtlicher Gummiteile mit Silikonspray. Wir verwenden hier diesen Petek. Der Vorteil ist, es verhindert, dass die Gummiteile ausspröten mit der Zeit. Okay, unsere Monster ist nun bereit für den Winterschlaf. Sie ist gereinigt, das Öl ist gewechselt, die Batterie ist abgehängt, alles ready für den Winterschlaf. Ich habe sie jetzt aufgebockt auf diesen Aufbockständern von Elevate, hinten und vorne. Hat den Vorteil natürlich, dass man hinten die Kette besser pflegen und reinigen kann und generell auch natürlich auch vorne, dass man dann keine Druckstellen in den Reifen hat.
Und als allerletzten Schritt decken wir das Motorrad mit einer Abdeckplane ab. Wenn man drin ist, wie jetzt unsere Monster, dann kann man das mit einem luftdurchlässigen Material machen, also wie jetzt hier mit dieser Abdeckplane von X. Wenn das Motorrad draußen stehen muss, dann unbedingt darauf achten, dass es eine wetterfeste Abdeckplane ist. Dann sehen wir uns im Frühling. Alles Gute!